Hi, ich bin Janina von WDR 4 You und neben mir sitzt Mojtaba aus Afghanistan, wohnt in Chemnitz, ist jetzt gerade zu Besuch in Köln. Jetzt bist du seit anderthalb Jahren hier und kannst so gut Deutsch. Ne? Wie kommt das denn? Also ich bin immer in der Schule gegangen und habe immer Hausaufgaben gemacht und mit deutschen Kindern geredet. Und da habe ich halt immer ein bisschen Deutsch gelernt und dafür kann ich jetzt gut Deutsch sprechen. Hast du denn jetzt auch deutsche Freunde? Ja, habe ich. Sogar sehr viel. Ja? Ja. Was ist denn so der Unterschied zwischen denen und dir? Dass die halt, also manchmal habe ich auch Fehler im Deutsch und dann korrigiere mich den halt. Und dann sagen die halt, du hast das was falsch gemacht. Wie sagen die, wie es richtig ist? Und da habe ich gesagt, okay, kein Problem. Jetzt bist du ja in Afghanistan in die Schule gegangen und hier auch, ne? Ja. Was sind denn da so die größten Unterschiede? Weil wenn man Hausaufgaben dort vergisst, dann tun die so mit so einem dicken Stock, muss deine Hand so vorhalten und dann schlagen die so drauf. Egal, ob deine Hand bricht, egal. Haben die das bei dir auch schon gemacht? Ja, manchmal, also nicht so oft. Aber deine Hand war nicht gebrochen danach? Ja. Plus nur eine kleine Beule hier irgendwo. Hier. Aber es ist schon ganz schön rabiate Methoden. Bist du denn dann froh, in Deutschland in die Schule gehen zu können? Und wenn man zu spät in der Schule gekommen ist, dann muss man so die ganze Stunden lang stehen bleiben halt. Du wohnst ja eigentlich in Chemnitz. Kannst du Sächsisch? Ja, nur in ein Wort. Och. Och, och. Das bedeutet auch, also. Findest du denn komisch, wie die da reden? Ja, das finde ich lustig. Und ich lach die aus und da sagen die, warum lachst du uns aus? Da habe ich gesagt, das ist halt lustig. Was kann ich denn dafür, wenn ich lache? Ja, da kann man nichts für. Wo ist denn ein Unterschied zwischen Chemnitz und hier? Wenn du in der Stadt zum Beispiel einkaufen gehst, da gibt es immer Streit gegen Ausländer und Deutsche und so. Ja? Ja. Hast du das schon mitbekommen mal? Ja, aber ich bin immer weggegangen. Und hier sind die Leute offener und guckt dich jemand komisch an, weil er denkt, du würdest aus einem anderen Land kommen? Ja. Hier auch in Köln? Nein, hier nicht. Also hier nicht. Aber in Chemnitz schon. Weil ich bin immer schon manchmal mit einem Freund gelaufen und da haben die einfach so uns angeguckt, obwohl wir gar nichts gemacht haben, haben die so uns böse angeguckt. Jetzt essen wir hier so lecker Eis. Gibt es irgendwas, was du vermisst vom afghanischen Essen, was es hier nicht gibt? Ja, es gibt so ein Brot und das vermisse ich am meisten, weil das hat so immer lecker geschmeckt, wo meine Mama das gekocht hat, gebackt hat. Was würdest du denn sagen, welches Wort auf Dari muss ich auf jeden Fall lernen? Begrüßung. Wie sagt man das? Salam alaikum, chutorasin, khubasin, john montu, chutorasin, bachairasin. Wie nochmal? Also, Salam alaikum. Chutorasin, khubasin, bachairasin, chutorasin, daga, formileuton, chutorasin, khubasin. Das ist eine Begrüßung? Ja. Was sagt man denn da? Also, hallo, wie geht's euch? Wie geht's eurer Familie und so? Fragt man direkt alles ab. Wie geht's der Familie, dem Hund? Ja. Okay, ich glaube, ich kann ein Wort, Khodafis. Ist auch doch schon gut, ja, oder? Ja. Khodafis!